Mit DLC, die ist dann da für den Verbraucher erstens mal zu informieren über seine Rechte als Verbraucher am Kader vom E-Commerce. Das heißt, wann man online kauft, was sind meine Rechte. Der andere Seite können wir noch aktiv tätig gehen, das heißt, als Verbraucher hier im Land können bei uns ob uns durchkommen, mit ihrem konkreten Problem, den sie beim Online-Shopping haben. Die drei häufigsten Fälle, die können vorkommen am E-Commerce, als für erstens mal, wenn ihr vom Kauf zurücktreten oder die Lieferung, die gar nicht erfolgt oder zu spät erfolgt oder auch die Garantien. Dort natürlich Rücktrittsrecht, das 14 Kalender-Tag. Sollte das nicht ugie sein, die musst du darüber informiert gehen, ob der Internetseite und auch ob einem Support durable das heißt, die Firma muss sich nicht darüber informieren, über dein E-Mail zum Beispiel. Wenn das Völler zurückschickt, macht das von der Schrift nicht einfach nehmen, so normal per Post, mir sicher das oft, dass er den Pack Rekommande schickt, mit den eigenen Assurancen, dass der Pack auch sicherlich auch könnt, nicht dass er dadurch noch Probleme kriegt und die Firma sieht, dass der Pack nicht kriegt. Die hört selbstverständlich bei der Würde, die kauft, auch eine Garantie drauf. Sollte an der Garantiezeit von 2 Jahren die Wurf futtig gehen, muss das Wurf zurückschicken, freuen, dass die Garantie dann auch angehalten wird, dass sie flecken. An dem Fall, wenn das Wurf zurückschickt, muss ihr das Porto nicht überholen, die muss das Wurf vierstrecken, wir könnten hier nur zurückfordern. Ein größeres Problem, das auch kann gehen beim E-Commerce, ist, dass das Wurf mit Verspätung könnt oder gar nicht könnt. Laut Gesetz muss die Firma beim 30. Tag liefern. Aus das nicht der Fall, kann der Verbraucher den Kaufvertrag als null und nichtig erklären, froh, dass er seinen Kaufpreis zurückkriegt, dann hört man am besten, schreibt die Firma an und fragt den Kaufpreis dann, dass den auf sein Konto zurücküberwiesen wird. Der Verbraucher, viel zu informieren kann, uns natürlich kontaktieren, wir haben Informationsmaterial darüber. Wenn er logisch konkret und gesetzvoll Abblick hat, kann der Verbraucher sich durch den Code de la Consommation rufladen auf www.legilux.lu. Da hört man wirklich alles von A bis Z, was recht am Punkt E-Commerce hier im Land sieht.